Feuerwehrarbeit ist immer Teamarbeit, da man sich immer auf seine Kameraden verlassen muss. Sollte es zu einem realen Fall kommen, muss man sich immer darauf verlassen können, dass der Nächste ihn wieder rausholt. Ohne Teamarbeit geht Feuerwehr gar nicht. Mein Name ist Stefan Libera. Ich komme von der Freiwilligen Feuerwehr Hannover-Finhorst. Üben ist das A und O in der Feuerwehr, da die Handgriffe im Realfall perfekt sitzen müssen. Wir haben 1999 einen Luftschutzbunker von der Stadt Hannover zur Verfügung gestellt bekommen. Seitdem wird in ehrenamtlicher Arbeit der Bunker zu einer Übungsanlage ausgebaut. Wir haben in der Übungsanlage 4 große Bereiche aufgebaut. Dazu zählt unsere Übungswohnung, unser Laborbereich, unser Industriebereich und unser Schuttbereich. An unserer Wohnungstür können wir einen sogenannten Flashover simulieren. Ein Flashover ist eine Rauchgasdurchzündung, die durch Sauerstoff ausgelöst wird. In der Übungswohnung haben wir einen simulierten Thermenbrand, wo wir simulieren können, dass eine Therme brennt mit Lichteffekten. Wir haben in dem Gebäude eine sogenannte Leitwarte. Von dort aus steuern wir die Übung und können live die Kameras in der Anlage betrachten und auf entsprechende Realunfälle reagieren. Bevor wir angefangen haben, war in jedem Raum eine Lampe. Jetzt ist es so, dass wir über eine Simatic S7 den ganzen Bunker steuern können, von einem zentralen Punkt, wobei die Logo 8 dafür zuständig ist, die Räume in den Unterabteilungen zu steuern. Ich bin Automatisierer. Ja, vor allen Dingen ist der Vorteil für uns, dass die Netzwerkanbindung uns viel Arbeit und Programmieraufwand erspart. Über die Logo machen wir es jetzt so, dass wir sämtliche Befehle reingeben, ein und aus, und nur die Lichttaster in den Bereichen sperren. Alles andere wird direkt über den Netzwerkanschluss realisiert. Bei unserer neuesten Anwendung mit der Logo überwachen wir einen Regenwasserbehälter vor dem Gebäude. Dort messen wir über eine Höhenstandsmessung per Ultraschall den Füllstand des Behälters. Im Display der Logo zeige ich den Füllstand des Behälters an. Wenn der Behälter einen bestimmten Wert unterschritten hat, blinkt mein Display der Logo rot, sodass ich optisch erkenne, dass der Füllstand des Behälters unter Minimum ist. Über die Ausgänge der Logo blockiere ich das Einschalten der Pumpe, sodass die Pumpe nicht trocken läuft. Die Übungsanlage ist ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung. Es gibt halt Anlagen, die wesentlich teurer gebaut worden sind, aber so ein Bunker hat keine Stadt. Da sind wir echt Vorreiter.